Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal zum Thema Netzwerktechnik oder auch Internettechnik, weil wir nutzen ja hier später eine Unify-Infrastruktur. Das heißt, ich brauche nur ein reines VDSL-Modem. Wir haben leider nur VDSL und kein Glasfaser hier liegen. Wir sind ja auch in Deutschland, da gibt es noch nicht so viel Glasfaser. Deswegen muss man leider den Weg über VDSL gehen. Naja, und dafür nutze ich dann eben dieses Vigor 165 Modem. Das werden wir gemeinsam einrichten und dann eben auch später dann genau konfigurieren mit der Unify-Infrastruktur. Jetzt erstmal hier nur die Ersteinrichtung von diesem Gerät. Dabei wünsche ich dir hier viel Spaß mit dem Video. Vielleicht kannst du das ein oder andere für dich ja mitnehmen. Fragen und so weiter, wie immer, gerne in die Kommentare. Jetzt erstmal hier zu dem Gerät und viel Spaß mit dem Video. Gucken wir doch als erstes, was im Karton alles mit dabei ist. Ja, erstmal hier Quick Start Guide. Netzteil ist hier wahrscheinlich drin. Dann haben wir hier noch eine Bohrschablone, die werde ich auch verwenden, weil ich das Gerät auch an die Wand hängen werde. Dann haben wir hier das Modem selbst. Da ist noch eine Folie drauf, die lasse ich drauf, bis das Ganze an der Wand montiert ist. So sieht das Ganze aus. Auf der Rückseite haben wir einmal den DSL-Port und zwei RJ45-Stecker, Netzteil und einen An- und Ausschalter. Das Neue an dem Modell ist wohl auch, dass es jetzt zwei Netzwerkports gibt. Sehen wir aber dann, was wir damit alles anstellen können nachher. Also relativ überschaubar und das Ganze nehmen wir jetzt in Betrieb. Wir gucken mal, was noch dabei ist. Einmal hier TAE auf RJ45. Und nochmal hier ein Netzwerkkabel. Und Dübel und Schrauben sind auch dabei, sowie die Anleitung selbst. Hier nochmal der komplette Lieferumfang in der Übersicht. Und als erstes kommt jetzt das Teil an die Wand und wir bereiten das so weit vor, dass wir es einrichten können. Die grundsätzliche Technik sieht jetzt so aus, dass hier der APL gesetzt wurde, direkt hinter der Mehrspartenhauseinführung. Also das ist die Leitung, die jetzt hier aus der Straße kommt. Und hier geht es dann eben im Haus weiter. Ich kann den ja mal gerade aufmachen, der wurde nicht verplombt. Und so sieht das Ganze dann eben von innen aus. Hier oben sind einfach zwei Adern von dem Telekom-Techniker aufgelegt worden. Und die gehen dann jetzt eben zur ersten TAE-Dose im Haus. Die TAE-Dose habe ich dann in der Nähe von meinem Netzwerkschrank gesetzt. Haben wir ja im letzten Video schon gesehen. Da sind die Patch-Panel aufgelegt. Hier habe ich die TAE-Dose, direkt eine Steckdose daneben. Und dann wollte ich das Modem eben so in diesem Bereich irgendwo aufhängen. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal mit einem Laser und der Bohrschablone das Ganze eben dann vorbohren. Irgendwie so wird das Ganze dann eben hängen. Mal gucken, wie weit ich rübergehe. Ich mache jetzt erstmal zwei Markierungen an die Wand. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch das Stromkabel, das stecke ich ein und auch hier rein und dann auch hier die Leitung in die TAE-Dose, einfach hier in die Mitte und das Ganze kommt dann hier rein. So, und das ist alles so dicht zusammen, ich muss noch nicht mal hier die Leitung losmachen von diesen Plastikverbindern hier. Ja, und alles, was jetzt noch fehlt, ist eine Netzwerkleitung, die schließe ich jetzt an, verbinde die mit meinem Rechner und dann können wir das Ganze eben einrichten. So, und jetzt habe ich zusätzlich noch den LAN-Port 1 hier mit Port 11 in meinem Patch-Panel verbunden. So muss ich dann hier mit meinem Notebook zur Einrichtung gleich nicht hier unter der Treppe sitzen, sondern kann mein Patch-Panel eben schon nutzen. Und auf der anderen Seite habe ich eben den Netzwerkport direkt mit meinem Rechner verbunden. Das heißt, ich schalte jetzt hier das Modem einmal ein und danach gehen wir dann eben an den Rechner und starten die Ersteinrichtung. Da auf dem Modem kein DHCP-Server läuft, müssen wir hier für die erste Verbindung eben eine eigene IP-Adresse vergeben, also manuell, und zwar aus dem Netz 192.168.1. Ja, ich wähle jetzt einfach die 1.2, passe auch noch die Subnet-Mask an. Wir können alles aus dem Netz nehmen, nur nicht die 1.1, das ist eben das Modem selbst. So, sobald wir das festgelegt haben, sollten wir mit einem Browser auch schon eine Verbindung auf der 1.1 aufbauen können. Und sollten dann eben diese Anmeldemaske sehen. Benutzername ist Admin, Passwort ist auch Admin. Damit loggen wir uns ein und dann bekommen wir den Hinweis, dass wir das bitte auch ändern sollten, weil das ja sonst ein bisschen unsicher wäre. Damit fangen wir jetzt auch direkt an, damit wir das nicht vergessen, und gehen dafür unter Systemmanagement in der linken Navigation
auf den Punkt Administrator-Passwort. Da müssen wir einmal das alte Passwort eingeben, also Admin, und dann denken wir uns ein neues Passwort aus und geben das hier eben zweimal ein. Das bestätige ich dann mit OK und noch einem Klick auf OK und damit ist das Passwort hier schon mal geändert. Jetzt können wir uns also den Internet-Einwahl-Grundeinstellungen widmen, hier in dem Menü. Und zwar habe ich ja hier VDSL und hier muss man für die Telekom das VDSL-Tag 7 vergeben. Das ist im Standard hier schon voreingestellt. Bei den älteren Vigor-Modellen war das, glaube ich, noch nicht so. Mittlerweile ist das hier der Fall. Und jetzt vergebe ich noch einen eigenen Namen hier für die Warnverbindung. Das nenne ich einfach ganz kreativ Telekom. DSL-Modem lasse ich automatisch und Modem-Code auf Standard. Ja, wie gesagt, noch einmal prüfen, ob die 7 da drin steht, dann auf OK klicken und damit hätten wir die Grundeinstellungen schon mal erledigt, sobald das Modem einmal neu gestartet ist. Das dauert einen kleinen Moment und danach rufen wir das Webinterface eben wieder unter der gleichen IP-Adresse, also mit der 1.1 am Ende gleich wieder auf. Der Neustart dauert so in der Regel 10 bis 15 Sekunden. Einfach einen Moment Geduld haben oder hier das lustige Chrome-Spiel spielen und dann mit unserem neuen Passwort und dem Benutzer Admin einfach wieder einloggen. Gut, jetzt gehen wir wieder auf Internet-Einwahl, PPPoE und hier können wir eigentlich fast alles so lassen. Wir müssen die Verbindung natürlich aktivieren. DSL-Modem-Einstellungen bleibt einfach alles so. Wir können eigentlich alles so lassen, wie hier gezeigt. Wir müssen nur die ISP-Einstellungen rechts ändern. Als Servicenamen vergebe ich einfach wieder Telekom und die spannenden Felder sind eigentlich Benutzername und Passwort. Und bei der Telekom ist der Benutzername ein bisschen länger. Dieser setzt sich nämlich aus der Anschlusskennung, der Zugangsnummer und der Mitbenutzerkennung zusammen. @t-online.de dann am Ende. Ja, und in der Regel besteht die Zugangsnummer aus 12 Ziffern und falls das nicht so ist, muss man noch ein Raute-Symbol zwischen der Zugangsnummer und der Mitbenutzerkennung dann eben einfügen. Aber in der Regel haben die heutigen Anschlüsse alle 12 Ziffern, soweit ich weiß. Das heißt, alles hintereinander wegschreiben, Anschlusskennung, Zugangsnummer, Mitbenutzerkennung. Die Mitbenutzerkennung ist in der Regel 001 und dann eben @t-online.de. Das findet man aber auch auf den Seiten von Draytag. Einfach nochmal schauen. Ich kann den Artikel dazu ja auch hier nochmal verlinken. All diese Informationen sowie auch das Passwort für das nächste Feld, das findest du in deinem Schreiben von der Telekom. Das habe ich einfach nur abgetippt, hier eingefügt und dann eben das Ganze mit OK hier bestätigt, um die Einstellungen zu speichern. Danach möchte der Router wie immer einmal neu gestartet werden. Das müssen wir auch nochmal bestätigen und das dauert jetzt wieder ein bisschen. Also einen Moment Geduld und wieder einloggen. Jetzt steht hier noch Warn 1 disconnected. Das kann also ein bisschen dauern, bis die Verbindung hergestellt wird. Nicht ungeduldig werden, die Seite ab und zu mal neu laden und irgendwann steht da dann hoffentlich connected und du hast auch deine IP-Adresse und so weiter. Da einfach mal 2 bis 5 Minuten Geduld haben. Gut, wir gucken nochmal unter Systemmanagement in Systemstatus und hier finden wir die Firmware-Version 4.0.2. Und weil die Internetverbindung ja schon läuft, kann ich auf den Draytag-Seiten jetzt schon schauen, ob es eine neue Firmware-Version gibt und die gegebenenfalls direkt herunterladen. Hier unter den Downloads finde ich die 4.0.5-Standard.zip. Die lade ich herunter und dann müssen wir gleich mit der .all-Datei, die in diesem ZIP-Archiv enthalten ist, mit der müssen wir dann gleich die Firmware aktualisieren. Wenn wir die .rst, also Reset-Datei nutzen, dann würden unsere Einstellungen, die wir gerade alle getätigt haben, wieder zurückgesetzt. Das heißt, dann wären wir wieder auf den Werkseinstellungen. Deswegen gehe ich jetzt auf Systemmanagement unter Firmware aktualisieren und wähle eben diese .all-Datei aus. Wie gesagt, nicht die Reset-Datei. Dann klicke ich auf Aktualisieren und nochmal auf OK. Wir sollten jetzt weder die Netzwerkverbindung noch eben die Stromversorgung trennen, ansonsten schlägt das Update eben fehl. Unten links in der Ecke siehst du auch, dass der Upload eine ganze Weile dauert, da Geduld haben und dann sollte die Firmware-Aktualisierung auf die neueste Version gleich abgeschlossen sein. Ich spule hier gerade mal ein bisschen vor, ansonsten dauert das viel zu lange, so 5 Minuten muss man einplanen und dann bekommt man die Meldung Glückwunsch, Firmware wurde erfolgreich hochgeladen. Naja, und jetzt müssen wir natürlich wieder einen Neustart durchführen, damit die neue Firmware eben auch geladen wird. Ja, und das war es eigentlich auch schon an dieser Stelle mit der Einrichtung.
Hier noch ein kurzer Hinweis. Aus irgendeinem Grund ist jetzt hier bei mir alles auf Englisch seit dem Firmware-Update. Mich stört das nicht, aber irgendwie muss es ein deutsches Firmware-Paket geben, weil eine Spracheinstellung habe ich nicht gefunden. Wie gesagt, mich stört das nicht, aber wenn jemand weiß, wo man das deutsche Sprachpaket für die Version findet, dann sagt doch gerne Bescheid. Hier unter Systemstatus sehen wir dann eben auch die 4.0.5-Version. Also das Update hat geklappt, es ist eben nur jetzt alles auf Englisch. An dieser Stelle, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen oder weitergeholfen hat. Und werde Abonnent von dem Kanal, wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest. Ja, schreib mir auch gerne in die Kommentare, was du von diesem Modem hältst, ob du das selber im Einsatz hast und ob du damit zufrieden bist. Wie gesagt, ist jetzt hier ein einfaches Modem, weil dahinter ja dann eben die Unify-Infrastruktur kommt, die wir uns auch noch genauer anschauen werden. Und da zeige ich dir dann auch, welche PoE-Switches, welche Access-Points und so weiter ich nutzen werde, wie man das Ganze konfiguriert und so weiter. Bleib auf jeden Fall dran. Internet haben wir jetzt im Haus. Das ist der wichtigste Schritt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.